Willkommen zurück, meine lieben Freunde von The Binding of Isaac Afterbirth. Habt ihr den letzten fucking Run gesehen? Einige Scheiße. Okay, Kiva, du bist wieder der Mann. Aber, schaut euch auf jeden Fall den letzten Part an. Mehr sag ich dazu nicht. Und hier, wenn man wieder Run bis mal ein ansehnliches Item bekommt, vielleicht wieder Take Dead und Brillstop und diese verkackte Ei. Leute, schau mal, was ich hier wieder habe. Und ich muss sagen, das ist auch das erste gute Item, was ich bekommen habe. Also, es ist nicht so, als hätte ich jetzt auf dieses Item speziell gewartet. Außerdem habe ich jetzt nur 6 Minuten rerollt. Ich habe aber ziemlich viel Bullshit gehabt. Ich habe öfters mal einfach so ein paar Fliechen-Items gehabt. So die blaue Fliege. Also nicht Papa Schlumpffliege, sondern so eine etwas andere Gestalt. Oh, hier gab es. Nice. Und so eine weiße Fliege habe ich bekommen. Was habe ich denn sonst noch bekommen? Einmal die, nennt sogar zweimal die grüne Spritze. Und es war schon fast in Anführungszeichen. Es gab noch ein paar andere, aber die waren nichts Nennwertes. Einmal, glaube ich, genau das Space-Item, wo man halt alle 6 Räume pillen und beschwören kann. Ja, pillen mit Keeper. Das ist natürlich auch eine gute Kombination. So, Trinket, Trinket. Geh mal jetzt mal raus, ne? Spinnen können sich selber kaputt machen. Trinket, Trinket, Trinket. Wow, das sind viele Spinnen. Aber nicht das Trinket, das ich gerne hätte. Okay. Hoffentlich gehen wir jetzt wieder Brimstone. Wie haben wir eigentlich Brimstone bekommen? Das überlege ich gerade, weil Devil Deal technisch. Fuck, wir haben im letzten Run den Brimstone eigentlich bekommen. Shit, das weiß ich halt jetzt echt nicht. Hier. Ne, ich will mich noch wegen umschauen. Das wird ziemlich knapp. Genau, ein paar Bomben vielleicht, wenn ich ein paar droppen sollte. Meins. Weil Chaos oder so habe ich nicht. Brimstone kann ja eigentlich nur. Ich habe schon alles erkundet. Fuck. Okay, wir gehen wieder zurück. Ich müsste mir meinen letzten Part noch einmal anschauen. Weil diesen Part nehme ich gleich nach dem letzten auf. Nach dem Grandiose Run. Ah, der war aber richtig geil. Und das ist halt das, was Isaac ausmacht. Dass man halt auch nach mehrere hundert Stunden, dass man immer noch was Neues erkennt. Range Up, das ist natürlich das, was ich jetzt brauche. Ist ja nicht so, als könnte ich schon durch den ganzen Raum schießen. Aber okay. So, Tiersa wäre natürlich nicht schlecht. Oder Speed Up, oder Damage Up, oder Damage Up, oder Damage Up. Naja. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt einen Devil Deal bekommen. Wie gesagt, wir werden wieder auf Angel Deals gehen, sofern wir Angel Deals bekommen. Das hat dann nämlich letztes Mal wunderbar funktioniert. Zack, meins. Ich frage mich aber echt, wie ich den meinen Brimstone überhaupt bekommen habe. Den habe ich doch nicht regulär bekommen. Durch einen Devil Deal, oder? Ich weiß es echt jetzt nicht. Ich muss nochmal schauen. So, auf jeden Fall war das ziemlich geil, nachdem ich die Eierbombe bekommen habe. Gott im Himmel. Aber okay, wir schließen jetzt mal dieses Kapitel ab. Eine Bombe. Und kümmern uns um diesen wunderschönen Run, dass ich mein Trinket bekomme. Da ist es, Leute. Da ist es. Also ich habe momentan ziemlich viel Glück mit dem Swallow Penny, dass ich den so oft bekomme. Das ist natürlich sehr vorteilhaft für mich. Wenn ihr nicht wisst, was er macht, dann schaut übrigens mal in der letzten Folge an, habe ich es auch schon erklärt. Aber für all diejenigen, die es noch nicht wissen, ganz einfach, wenn ich getroffen werde, spawn ich eine Münze und der Keeper ist ja ein Münzenfreund. Er ist kein Herzenfreund. Darum gibt es auch in diesem Modus, wo er jetzt gerade ist, gibt es auch keine Herzen. Sondern die werden dann ein. Ups. Ich habe mein Devil Deal kaputt gemacht. Im nächsten Run werden wir was Besonderes bekommen. Und ich habe ein Tierstelay bekommen. Nice. Jetzt habe ich es ein wenig verkackt mit dem Devil Deal. Haben nicht drauf gedacht. Gut, ich habe jetzt da eine Chance von 36%. Aber es heißt natürlich nicht, dass ich den da bekommen werde. Alle drei Versuche wird es ungefähr funktionieren. Naja. Wir haben auch genug Geld, dass wir mal in den Shop reingucken können. Schlüssel haben wir auch genug. Wir könnten es durchspringen, weil wir jetzt haben wir jetzt sozusagen das Trinket. Naja, komm, ich behalte trotzdem die Bombe. Vielleicht ist ja noch irgendwie was Interessantes zu holen. So, was haben wir denn hier? Der Schlüssel, dass wir mehr Items bekommen, wenn wir eine Kiste öffnen. Nehme ich mit. Ansonsten will ich eigentlich nichts davon. Und wir besuchen den Boss. Ich hätte vielleicht echt erst einen Boss erledigen sollen, bevor ich hier so ein Butschi gemacht habe. Naja, egal. Und wir haben den Moon. Okay, wir haben 1%. Das wird nicht unbedingt was.
Ich muss aber ehrlicherweise zugeben, ich habe mit den Fesseln überhaupt nicht gerechnet. Da war ich selber ganz schuld. Naja, dann halt man kein Devil Deed. Ist ja nicht schlimm in der nächsten Ebene, aber dann wenigstens ein HP ab. Das ist natürlich irgendwas. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Meine Lebenssinn haft ich genug. Curse of the Blind. Das könnte ich fast machen. Na komm, wir riskieren mal alles. Ob, wir kriegen ja mehr Inhalt als... Oh, 4 Schlüssel. Das heißt, ich habe auch eine Bombe bekommen. Das heißt, ich kann das andere auch aufmachen. Und hier 4 Schlüssel genau für diese 4 Kisten. Also von daher habe ich schlüsseltechnisch schon mal nichts Negatives. Wenn ich jetzt noch 2 Bomben bekommen könnte. Ein Fünferchen. Dann wäre es auf jeden Fall dann sehr nice. Oder Thermoset oder was zum Fliegen. Gibt mir irgendwas Gutes. So, was haben wir hier? 2 Bomben mehr hätten gereicht. Aber okay, ich nehme gerne alles mit. Also es hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Oh, was haben wir hier Hübsches? Head of the Keeper. Okay, wollte jetzt nicht unbedingt mit meinem Bild was. Oh, noch mehr Bomben. Also das hat sich traumhaftig gelohnt. Ah, 13 Bomben. Ich hatte 0, wo ich dann die letzte Bombe gelegt habe. Ah, nice. Liberty Cap ist ein gutes Item, aber es gibt für den Keeper nur ein einziges Trinket. Was ich aber schon ewig nicht mehr gesehen habe, wenn wir jetzt über Trinkets reden. Curved Horn, Cancer, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob sie noch existieren, ob sie rausgepatcht worden sind. Es wäre ziemlich doof, wenn die rausgepatcht worden sind, aber glaube ich nicht. Aber ich habe sie halt schon seit, 50 Part. Na gut, deswegen übertrieben, 50 Part. Aber ich habe sie auf jeden Fall schon ewig nicht mehr gesehen. Magic Mushroom, bitte. Eine Pille. Pillen für den Keeper ist der Tod, wenn ich das machen würde. Es sei denn, ich krieg PhD, dass ich die Pillen verstehen kann. Na Pille, wie geht's dir? Mir geht's scheiße. Ich hab so einen richtigen Bad Trip. Ah, gut, dann lass dich nicht hängen. Und ich benutze ihn natürlich nicht. Und dann wir lassen es mal mit dem Pillen. Fuck, ich will meine Münze und ich habe mein Devil Deal schon wieder verkackt. Werden wir in diesem Part überhaupt noch Devil Deal sehen? Das und noch viel mehr werden Sie später erfahren bei irgendwas. Alter, der hat aber viel Leben. So, was haben wir hier Hübsches? Unbekannt, das ist ja nice. Robo-Baby. Na gut, es wird ein Laser after Laser Run. Aber jetzt nicht unbedingt so das Optimale. So, in den Shop. Ich weiß nicht. Okay, es gibt kein Shop-Item, das irgendwie mein Trinket irgendwie verschwinden lassen kann. Von daher können wir eigentlich ziemlich gut einkaufen. Weil ich habe mir so die Befürchtung, ich brauche das Trinket, weil sonst kann ich den Wand gleich vergessen. Hallo? Ist da unten jemand? Hallo? Ist da unten was? Ja, da ist überhaupt keiner, okay. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier Hübsches haben. That's Option. Oh, das heißt, von den Bossen bekommen haben wir die Auswahl zwischen 2 Items. Das ist Herz aller Lips. Im letzten Part haben wir ja Moss Option, also dass wir im Goldräumen mehr Auswahl haben. Und jetzt haben wir das andere. Nice. Und noch eine Bombe, merci. Und noch eine Münze. Ansonsten haben wir hier alles erkundet. Wie war das mit dem Keeper? Wir müssen nach unten. Wir müssen The Lamp machen. Und Delirium. Mal schauen. Mal schauen, wie wir kommen. Vielleicht geben wir ja wieder ein geiles Item-Bild, wo dann nicht unbedingt alles funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Treff mich bitte nicht. Ich will wenigstens mal 36%ige Chance, dass ich wenigstens irgendeine Chance habe. Und Green Devil Deal. Green tatsächlich. Das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, welches nehmen. Ene, Mene, Mu. Und raus bist du. Okay, dann nehme ich dich. Magic 8 Ball. Shot Speed. Weiß nicht, ob das gut war. Okay. Ja gut. Keine Ahnung, was das ist. Wissen wir nicht, kann ich nicht sehen. Ich nehme es dann nicht mit, weil ich sonst sterbe. Adios! So, bitte mal keinen Curse of the Blind, bitte. Natürlich Curse of the Blind. Das hätte ich auch anders erwartet. Baruhen, wir haben Bacano. War mal der Mann. Deck ist. Oh, keine Flüche. Oh, nice! Und Sharer. Wenigstens sehen wir jetzt hier trotzdem alles. Ha! Leckt mich! Ihr und eure Flüche. Ich scheiße auf eure Flüche. Und ein Fünferchen. Wunderbar. Zack, eine Münze weg. Eppala, das war ziemlich knapp. Nein, nicht in die Kiste rennen. Erst wenn du den Boss erledigt hast.
So. Einfach mal schön drauf schwatten. Mein Roboter-Baby macht auch Schildschaden. In Anführungszeichen Schildschaden. Bam. Na komm. Du noch. Hopp, komm, komm, komm. Eppalalala. Das war ziemlich knapp. So, wo sind denn meine Lieblingsräume? Ja, der Damage fehlt jetzt ein bisschen. So langsam merke ich meinen Mangel an Damage. Aber was nicht wird, das kann noch. So, hier wurde ich das letzte Mal getroffen. Da soll ich hier vielleicht etwas aufpassen. Das war auch schon wieder ziemlich knapp. Knapper als mir eigentlich lieb war. So, was haben wir hier unten? Das war auch ziemlich knapp. Ein Happy-Ichchen. Naja. Weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Setz nicht unbedingt den Stuff, den ich eigentlich gerne hätte. Damage, Speed Up, irgendwie sowas. So, hier habe ich eine Stronger Energy. Boah. Ah, das ist... Oh, das, da habe ich einen Rucksack. Was macht der Rucksack? Den nehmen wir mit. Extra Archiv Item. Was? Okay. Mein Rucksack ist jetzt... oben links abgebildet. Kann das bedeuten, dass ich zwei Spacebar-Items nehmen kann? Und wenn es so ist, wie kann ich switchen oder aktiviere ich dann beide? Das ist ziemlich interessant. Ja, Boss. 9% Chance. Ja, das wird nicht unbedingt was. Und jetzt gehen wir mal ein paar gute Items. Hopp! Und jetzt wird auch ein gutes Magic Mushroom oder irgendwie so. GGZ gibt's mir nicht. Okay, dann gib mir ein Damage Item ab. Oder Speed Up oder irgendwie sowas. Ranger brauche ich sowieso nicht. Nehme ich das mit. Dann bin ich ja wegen tierstechnisch am besten unterwegs. Aber waren jetzt auch keine guten Items. Meins. Und weiter geht's. So. Jetzt wieder aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Das ist 67% Curse of the Lost. Naja, dann sehen wir die Map nicht. Es ist noch zu verkraften, noch sind die Ebenen ist allzu groß. Zack. Oh, aber wieso kommen hier jetzt so viele Bosse überhaupt so? Was ist denn hier los? Das sind noch nicht einmal in der Lamp-Ebene oder so. Geh weg! Zack. Meins. Meins. So, Itemraum, wo bist du? Oder Shop? Erstmal ein Shop. Weil vielleicht kriegen wir ja noch das andere Sass Option, Mouse Option. Ich habe die zweite das, sondern halt das andere auf jeden Fall, was ich noch nicht habe. Das goldene Fragezeichen sozusagen. So, geht mal weg. Noch eine Münze. Gut, das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal ein Item kaufen. Und wir haben Sackgasse. Das ist nicht ganz so gut. So. Ja, Tiers ab. Man merkt es auf jeden Fall schon. Und ein Fünferchen. Dankeschön. Ja, eventuell ein Space-Item dann auch langsam mal, ne, switchen, ich weiß nicht. Gut, ich habe mein Trinket auf jeden Fall. Zack, noch eine Münze. Merci. Ja, die Pille will ich nicht. Weil es könnte Bad Trip sein und auf Bad Trip habe ich keinen Bock. So, da oben haben wir ja schon geklärt, dann gehen wir mal hier mal weiter. Na gut, der Raum war also sinnlos. Nice. Genauso wie dieser Raum. Ja, bis auf den Schlüssel. War ansonsten nicht unbedingt gut. So, hier geht dann weg. Zack, und noch eine Münze, merci. Geh weg. Gott. Und Tech Ten ist halt perfekt für die Gegner. Okay, ich habe unendlich Bomben für diese Ebene. Ich habe eh schon genug. Machen wir erstmal hier. Okay, geldtechnisch haben wir jetzt auch ziemlich viel. Das heißt, wir können sogar zwei Items kaufen. Es ist die Mom! Da, Mom, kriegst du ein paar Bomben ab. Ich habe eh unendlich Bomben. Schwöre den Zorn der Bomben, Mom! Ich killte eh sowieso schneller. Nicht ihr. Hat er gerade geblubbert? Ja, ekliger. So, sind wir hier hübsches? Oh, wir kriegen jetzt immer unseren Deal. Nice. Und bei Trollbomben. Es ist geil, ob wir jetzt getroffen werden. Deal-technisch sind wir jetzt abgesichert. Geil. Das heißt, es ist auch jetzt wurscht, ob ich getroffen werde. Hoppala. Also, in dem Fall halt einfach. Das ist Sun, können wir mal machen. Bringt uns leider nichts. Weil wir leider die Karte nicht sehen können. Ich weiß, habe ich den Itemraum schon? Habe ich überhaupt schon einen besonderen Raum? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube eher nicht, oder? Oh Gott. Okay,
Da ist ziemlich viel los. Den Rucksack habe ich in der letzten Ebene. Den habe ich im Shop gekauft, in der letzten Shop. Und daher, und das Binky habe ich ja beim Boss beim letzten. Item brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Wie viel lebst du? Wie viel hast du eigentlich an Leben? Fucking Hush. Little Hush natürlich. Gott, da haben wir meinen Itemraum. Ja. Das ist ein gutes, schlechtes Item. Schauen wir einfach mal weiter. So, wo, und da ist mein Shop. Wunderbar. Okay, okay, okay. Nicht treffen, nochmal lassen. Da ist mein Devil. Nee, Quatsch. Ich muss ja gar nichts mehr drauf achten. Nice. Ein paar Fliegen haben wir bekommen, naja. So, was haben wir hier Hübsches? Es ist das Greedy! Der Greedy Boy! Noch mehr Geld! Zack, 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 zack. Also meins. Gut, dann haben wir auch schon, ja, 65 Münzen. Nice. So, ich werde gerne mal eine Karte, bitte. Dankeschön. The Moon! So. Und ich glaube, im nächsten Run werden wir dann mit Lazarus machen. Da müssen wir nämlich noch die Lirien machen. Und vielleicht kriegen wir ja sogar ein gutes Item, weil wir ja Eating's Blessing haben. Das heißt, ein zusätzliches Item für den lieben, lieben Lazarusus. Kann natürlich nur Bullshit sein, aber mal schauen. Es ist der Brony mit kleinen Smiley. So, aber so langsam braucht ich mal Damage. Aber oh, ein Zimmerchen. Meine Equis Bau wäre jetzt ziemlich geil. Ich habe schon ziemlich viel, das ist doch den Stuff, den ich sehen möchte. So. Erstmal ein All-Stats ab. Bam. Damage ein wenig gestiegen. Und hier haben wir... Ich muss Megastar nicht machen. Okay. Funktionierst du überhaupt? Das weiße Engelchen. Ist es nicht so... Je mehr ich mich aufheile, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Begleiter spawn. Irgendwie so? Ich weiß es nicht. Zählt es auch, wenn ich Münzen aufsammle? Ich nehme die einfach mal mit. Mit euch Engel will ich... Nee, ich muss ja einen Mega-Installer nicht machen. Okay, nehme ich dich einfach mal mit. Und weiter geht's. Schau mal, ob sie es überhaupt rentiert hat oder nicht. Ich hab keine Ahnung. Kurz auf den Maze, okay. Das heißt, wir werden wegen hin und her rerollt. Das ist in Ordnung. Sagte er und sagt sich, es ist der größte Scheiß auf Erden. Mal schauen. Bis jetzt hat er ja noch keinen Effekt gehabt. Aber wenigstens mal was anderes, als die ganze Zeit die Karte nicht zu sehen oder weiß ich gar, ja. So. Was haben wir hier Hübsches? Wir haben hier Maze. Ich habe schon gedacht, wo ist mein Item? Aber okay, der Maze hat uns ein wenig durchgeschüttelt. Ich habe schon gedacht, es gibt kein Item. Nö, nicht für dich. Okay, der Maze hat mich jetzt richtig getrollt. Also das war schon... Wow. Aquada, wir haben da 90 Münzen. Hype, hype, hype. Was. Okay, da gehen wir schon runter. Das heißt, wir sind schon beim Mom, okay. Wir haben noch ziemlich viel Zeit. Also Mom werden wir auf jeden Fall 120 Minuten besiegen. Das sollte kein Problem für uns darstellen. Das heißt, wir können uns noch ein schönes Item im Boss Rush stibitzen. Ich habe 99 Münzen. Ich müsste mal meine Münzen wieder ausgeben. Was haben wir hier Hübsches? Ihr könnt mal... Ja, was will ich denn hier eigentlich? Ich brauche kein Trinket, ich kann keine blauen Herzen. Ist. Oh. Double Active Card. Na gut, das bringt jetzt auch nicht unbedingt viel was. Maze? Maze, lass mich. Okay, Maze geht langsam auf die Eier. So langsam. Dann gehe ich halt den Weg. Ich hätte gerne meine Münze. Ich hätte gerne meine Münze. Zack. Und dich auch noch. Eine Kiste. Die habe ich mir auch verdient. Ja. Noch mehr Geld, dass ich damit nichts anstellen kann. Oh, das ist der letzte Shop, oder? Oh, fuck. Das heißt, jetzt muss ich ein bisschen noch was ausgeben. Wenn jetzt da noch ein Greed ist, dann ist Feierabend. Das kann ja immer noch der Super Greed drin sein. Ich hoffe mal nicht. Oder ich hoffe, ich kriege noch Money Equals Power. Was haben wir hier Hübsches? Wir haben eine Karte, wow. The Princess? Nee. Leider nicht, brauche nicht. Ich nehme lieber mal eine Teleportkarte. Zum Glück haben wir wenigstens den Magic Mushroom. Das gibt uns wenig die Kraft. So, oh Gott, das ist ja... Wow. Das ist ja spektakulär hier alles.
Naja, ich hoffe, der Automat nimmt ein bisschen was. Ansonsten. Ich brauch Bomben nicht. Ich hab genug Bomben eigentlich. Ich hab mein Angel Deal Schuss nochmal erhöht. Nice. Gut, dann werden wir wenigstens in diesem Run eigentlich hier Angel Deals bekommen. Eventuell krieg ich mal Gott. Goathead. Nein, Goathead. Godhead, genau. Zack. Boah, er hat's beim gemacht. Es ist aber noch ziemlich viel los hier. Eieiei. So, gehen sie weg. Naja, ob ich jetzt noch Münzen drauf, ist mir ziemlich wurscht. Ah, wir sind dann schon bei der Mom. Ja, ja. Werden wir nicht mehr viel bekommen an Items. Das ist ein wenig blöd. Hi, Mom. Hier legen wir da noch eine Bombe. Small Rock. Ja, leider nicht. Eine Kiste, okay. Okay. Viel Stuff. So, wir müssen nach unten, müssen das negativ mitnehmen. So, noch die Münze von mir aus. Was haben wir hier Hübsches? Einen kleinen Begleiterchen nehme ich mit. Swarm Protector. Einen kleinen Orbit Hammer. Und hier haben wir... Das sind eigentlich drei schreckliche Items und ein neutrales. Adios! Oh, da ist das Super Creed drin. Naja, bin ich froh, dass... Noch ein Quader, wollt ihr mich verarschen? Wie viel Quader soll ich noch mitnehmen? Habt ihr schon genug? Ja, eh schon genug Geld, oder? Ne. Belasst es dabei. Ja. Wir gehen wieder zum Boss. Und gehen in die nächste Ebene, dass wir dann noch das letzte Item mitnehmen können. Adios! Und hab ich alles? Da hab ich. Okay, weiter geht's. Jetzt geben wir noch ein Item vom Boss. Ja, und dann. Ja, vom Angel Deal kriegt man vielleicht noch ein bisschen was. Es sei mir gegen noch ein Devil Deal, weil 50% ist. Ja. Ich würde natürlich hoffen, dass ich einen Angel Deal noch bekomme. Da kann ich ja meine Chance noch ein bisschen erhöhen. Mal schauen. So, geh weg. Weil der Damage. Da fehlt noch ein bisschen was. Justice. Weiß nicht. Oh, die schießen wieder in alle 8 verschiedenen Richtungen. Ah, oh Gott. Justice. Ein Fünferchen. Hurra! Ich bin eine arme Sau. Zwei Steinkisten. Wenn da jetzt hier Temis Head drin ist, wäre geil. Eine Trollbombe. Das ist nicht ganz so geil. Das ist eine Bombe. Und leider haben wir auch noch kein Guppy-Item. Weil wir ja so nicht in die Chest gehen, sondern nach unten werden wir auch keine Items mehr so bekommen. Ich habe halt gedacht, na, wenn wir zwei Guppy-Items haben, dass wir vielleicht noch das letzte bekommen. Aber das wird wohl nicht so sein. Ihr schießt nichts mehr? Okay, ihr seid noch dran. Gut. Hier haben wir Sackgasse. Ja, ein Schlüssel. Neun Schlüssel. Ich weiß ja eh nicht, was ich damit anfangen soll. Ja, Chase Boss eh nicht. Zack, ein Fünferchen. Ja, was auch immer. Klar, ich könnte wegen Luck Up noch machen, aber. Hey, Luck Up. Hype. So. So. Ja, die Augen habe ich jetzt gut erwischt. Wir speeden halt ein wenig durch, weil hier gibt es ja nichts Interessantes mehr. Einfach weitergehen. Und hoffen, dass wir den Bossball finden. Ja, Schlüssel, alles schön und gut. Ich finde es halt immer noch geil, wie er einfach nur wegrassiert. Das ist auch ein besonderer Raum, okay. Habe ich auch noch nicht so gesehen in der Ausführung. Aber das Säckchen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Stein mit X ist hier leider auch nicht. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Und hier haben wir auch den Boss. Wunderbar. Ich bin echt froh, dass ich Magic Mushroom noch bekommen habe. Dass ich wenigstens ein bisschen Damage bekommen habe. Es ist der zweigeteilte Loki. Und er ist down. Luck up und zwei Schlüssel oder Tears up. Na, nehme ich Tears up. Und hier haben wir Grambus. Ja, gib mal irgendwas, ne? Grambus Head, nehme ich Grambus Head mit. Okay, ich. Au. Kann es sein, dass ich meine Items dann switche? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Grambus Head aktiviere, dann kann ich wieder das andere Spacebar Item aktivieren. Oder ich aktiviere beide. Also, ich kann auf jeden Fall zwei mitnehmen. Habe ich mir schon richtig gedacht. Okay. War hier eigentlich ein Devil? Na gut, der Welt, die kann ich ja sowieso nichts mitnehmen. Der hat sich so leise geöffnet, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Das ist die Mutter, die mich wieder auslacht.
Wohin gehen wir denn? Die gehen auch gleich wieder auf. Alle tot? Gut. Portale. Die Portale haben... Au. Den habe ich nicht unbedingt gut gesehen. Da war aber nicht viel drin in der Kiste. Da bin ich jetzt ein wenig enttäuscht gewesen. Noch eine Bombe. So langsam reicht es mit meinem Mittelbümpchen. Und stirb. Auf jeden Fall schieße ich, kann ich schon ziemlich schnell die Kringelchen abfeuern durch meinen Tiers. Wie viel habe ich denn überhaupt? 9! Ich bin sogar in den einstelligen Bereich gekommen. Nice. Vielleicht Penny brauche ich nicht. Es gibt nur eins für mich. Kann es schon. Nicht ganz. Aber ich kann schon ziemlich durchspammen. Brauche ich nicht. Da ging viel los. Erwischt, Drecksack. Da hat er auch deine Verteidigung nichts gebracht. So, und hier ist dann wahrscheinlich auch der Boss. Höchstwahrscheinlich. Genau, da ist er ja. Da ist er, der Boy. Wir könnten mal schauen, ob hier der Super Secret Geheimraum ist. Nein, dann ist besser, Busch. Es lebt! So. Okay, ich habe immer noch mein Spacebar-Item. Das heißt, mit irgendeiner Taste kann ich den switchen. Ja, aber keine Ahnung, mit welcher Taste. All Sets Up nehme ich mit. Ein Mad Damage noch. Nice. Und ich habe ziemlich guten Speed Up bekommen. Zack und zack. Ups. Die Trollbombe hat den Engel freigeschalten. Eine böse Trollbombe. Ja, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Naja, gut. Sackgasse. Naja. Hat es jetzt auch nicht so unbedingt gelohnt. Wir müssen nach unten. Und ich werde sicherlich keinen Hasch machen. Ich hab genug mit Hascheboy. Klar, die Chance ist dann, dass wir Delirium zu 100% dann erreichen. Aber Hasch, ihr kennt Hasch. Hasch ist ein Ekel, ja. Und ich werde es auch so machen, sollte ich jetzt hier in dieser Ebene dann das Portal zu Delirium bekommen, dann gehe ich zum Delirium rein. Weil das Problem ist, man erreicht nicht immer Delirium. Bring some fucking Kackbabys. Ach, die Mutter ist ja noch da. Shit! Schön, dass der auf jeden Fall gewartet hat, bis die Babys weg waren. Weil man Delirium nicht immer erreichen kann, weil es ist, das ist halt so random-mäßig. Und da gehe ich lieber daran, weil, der Lamp, der kann ich bei jedem Run rein. Ich muss nur, was war eigentlich das links und rechts eigentlich? Und momentan bin ich eigentlich ziemlich gut dabei, also stark technisch, dass ich auch ein paar Treffer passieren könnte. Wenn wir die Möglichkeit hier haben. Klar, ich könnte es nochmal probieren, dass ich in der nächsten Ebene hoffe, dass da ein Portal kommt. Aber es ist eine Gewährleiste, von daher. So, mal schauen, wir eine gut platzierte Bombe legen. Zack. Jawohl, gut platzierte Bombe. So, ihr zwei macht auch einen Abgang. So, jetzt mache ich auch mal einen Brainstorm. Was sagst du dazu? Ha, und down. So, jetzt kommt noch seine Pfötelchen. Seine Hüfchen und dann war es eigentlich. Ja, war nicht unbedingt spektakulär. Okay, kein Portal. Okay. Dann machen wir den nächsten Boss, beziehungsweise eventuell auch schon den letzten Boss. Keep a Hold Snow Storky. Ja, ist ja schön. Ich habe eigentlich nicht mal vor. Nein. Es war im ersten Augenblick vielleicht gar nicht mal so verkehrt, so. Geil, neuen Leben und so weiter, aber ich habe dann die. Dann ist mein Trinket total nutzlos. Und dann bin ich in 9 Treffern, bin ich dann komplett tot, also wenn ich dann 9-mal sterbe. Und so habe ich immer die Möglichkeit, mich noch zu retten, weil ich dann immer noch eine Münze habe, wo ich mich aufheilen kann. Und so gesehen dann höhere Überlebenschancen habe. Von daher lassen wir das einmal. Es sei denn, ich gehe noch ein HP ab. Aber dann ist es nach dem ersten Tod dann auch scheiße, weil ich dann nur noch ein Leben dann immer hab. Wir lassen das Item einfach mal sein. Ein Schlüssel, Messi. Es hilft natürlich bei der Gabi-Transformation. Aber das ist das erste. Dann bräuchte ich schon 2 andere. Und wie gesagt, ein HP ab. Selbst wenn ich zu Gabi wäre, mache ich das nicht. Wenn ich die Chance dazu hätte, Gabi zu werden, weil... Ihr habt den Grund gehört. Nee. Eieiei. Die schießen aber auch ziemlich rum. Die Spritze. Können wir mit.
Leute, das ist ein bisschen zu viel, oder? Seid ihr der Meinung, dass das ein bisschen viel war, 6 Gegner da reinzupacken? Ich hab zwar meisterhaft ausgewichen, aber bei Normalsterblichen? Das ist so richtig eklig, ja. So, geh weg. Es kann natürlich trotzdem sein, dass ich sterbe, ne? Weil das hatten wir das letzte Mal ja auch, dass ich ja dann durch solche Blitzheinis getötet worden bin. Durch solche schwarzen Wolken, dass sie mich zweimal sehr schnell getroffen haben. Und das war ziemlich Feierabend. Es war natürlich mit The Lust, ne? Luck abbekommen. Ja, es war mit The Lust. Holy Mantle weg und dann gleich nochmal angegriffen. So richtig eklig. Au. So, jetzt muss ich irgendwie die Münze bekommen, genau. Weil auch hier hätte ich sterben können, weil ich jetzt nicht unbedingt zur Münze hinkomme. Und ihr habt mich auch schon das letzte Mal getötet, weil er mich eingesaugt hat, ihr elendigen Dreckskackviecher. So, geh auch weg. Und du bist da, okay. Wurde getroffen. Was wurde denn da jetzt getroffen? Blub. Okay, Prinzip war jetzt. Ah, ich habe eine Strange-Karte, habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, eventuell, wenn ich zu Delirium komme, kann ich die dann aktivieren. Ah, schaut euch an, wie ich das spammen kann. Aber der Kampf ist noch lange nicht gewonnen. Aber es wäre schön, wenn ich das schaffen würde. Du magst den Bullshit, okay. Oh, ich habe was gesehen. Das Portal ist da. Wir können Delirium auch noch machen. Wenn wir es jetzt so richtig gut anstellen, können wir wirklich alles schaffen mit dem Keeper heute. Karma has appeared in the basement. Ha, das Karma. Fick dich, Karma. Und jetzt werde ich auf jeden Fall sterben, weil ich das Karma herausfordert habe. Ihr schießt ganz normal. Okay, da sind keine Gegner. Ja. Ich habe das Karma doch herausgefordert. Ich werde da sowas von sterben. Und hier ist es... Ich überlege gerade. Vielleicht wäre es hier echt erstmal sinnvoll, dass wir erst alle anderen Bosse besiegen, bevor wir Delirium machen. Es ist risky, aber vielleicht kriegen wir noch gute Items, was ein bisschen hilft. Weil man kann Delirium ein wenig rausfiltern. Nicht zu 100%, aber ein Fußball Rock. Nice, noch mehr Damage, wunderbar. Gut, dann haben wir schon mal einen 10er Schnitt. Man kann Delirium ein bisschen rausfiltern, weil Delirium ist immer an so einem Dead End sozusagen von der Karte her. Was es genau bedeutet, kann ich euch dann zeigen, wenn wir mal einen Bossraum finden. Dann kann man sagen, wie die Position das ist. Ich habe eh einen 10er. Ich habe eh genug Geld, also von da. Das passt schon so. Das kann natürlich auch risky sein, dass ich alles erkunden möchte. Es kann nämlich ein einziger Raum sein, der mich dann fistet. Man weiß es halt nicht. Trollbombe, gehen Sie bitte weg. Hier gibt es nichts zu sehen. Nicht mal eine Leiche. Wieso sind hier so viele Explosivfässer? Das gefällt mir überhaupt nicht. Alter, Mann. Schön abgemetzelt. Ein Säckchen. Ein paar Schlüssel. Ich habe 18 Schlüssel. So, hier zum Beispiel kann ich Delirium sein. Weil Delirium ist, wenn wir jetzt diesen Raum jetzt sehen, wo ich jetzt bin, ist mal 4. Also, wenn man diesen Bildschirm sozusagen noch einmal rechts oben und links kopieren würde, dann hat man so einen 4er Raum. Und da ist nur Delirium. Was hier nicht sein kann, weil bei dem Tonkopf, wenn da noch was oben wäre, das grenzt dann an eine weitere Ebene, an den anderen Raum an. Also hier kann schon mal kein Delirium sein. Es sind die Geschwister! Und wir bekommen ein Item. Was bekommen wir denn? Ach stimmt, wir haben ja sogar die Auswahl. Ich nehme die Spritzen, vielleicht geben wir ja die Spritzenverwandlung, the virus. Gut, wir sind ja wegen langsamer geworden, aber das ist noch in Ordnung. Eventuell geben wir noch die Spritzenverwandlung, mal schauen. So. Hier liegt jetzt erstmal eine Pumpe. So, hier könnte theoretisch Delirium sein. Könnte. Es ist nicht hundertprozentig so. Wir schauen uns mal ein wenig weiter um. Bam, bam. Eine Bombe, merci. Das ist auch ziemlich eklig. Vor allen Dingen, weil ich so Scheißviecher die einziehen können. Bin ich ja das letzte Mal auch gestorben. Also das kann wirklich dann noch ziemlich tödlich werden. Ziemlich tödelig. So, also hier haben wir jetzt das große Glück, dass hier rechts ein Gegner ist. Das heißt,
dieser Boss ist nicht Delirium und im anderen Fall, da wo man gerade eben band, der ist, kann es auch nicht sein, weil sonst die überschneiden sich. Das kann also schon mal nicht sein. Das heißt, wir können jetzt zwei Bosse machen. Nee, geh weg. So, was gehen wir denn Hübsches? Wir haben... Na gut, nehme ich dich mit. Rotten Baby. So, jetzt gehen wir nochmal zurück und gehen zum anderen Boss. Und schauen mal, was wir da Hübsches haben. Und dann haben wir schon drei Bosse von maximal 18, glaube ich. Das heißt, wir hätten dann noch vier Bosse, was wir machen könnten. Wenn es gut läuft. So. Oh Gott. Mal Shadow oder die Wolke? Was macht die Wolke nochmal? Es gibt Säcke. Okay. Hätte ich vielleicht den anderen mitnehmen sollen. Aber beide waren jetzt nicht unbedingt so vorteilhaft für meine Situation. Komm, ich mache den Raum noch, damit es nach wenigstens was aussieht. Oh, ich werde sogar eventuell belohnt. Mal schauen, was da drin ist. Erstes Gabi-Item. Okay, ich war gerade ein wenig verwirrt. Okay, ich lasse es einfach so, wie es ist. Aber wir haben schon mal ein Gabi-Item aufgesammelt. Das ist doch schon mal etwas. So, wenn wir jetzt noch eins bekommen. Ja, wir bräuchten aber auch noch ein HP ab. So, hier haben wir jetzt wieder die Problematik, dass hier eventuell Delirium sein kann. Das wissen wir nicht. Genauso wie hier wissen wir jetzt auch nicht, ob Delirium da ist. Obwohl. Ne, hier kann Delirium nicht sein. Auf jeden Fall nicht hier. Okay, das war ziemlich eklig. Ja, und das ist jetzt auch ziemlich eklig. Wir sollen hier ausweichen. Hast du dann überlegt, wie ich da ausweichen soll? Okay. Ich habe dazugelernt, wenn ich dieses Horn da jetzt zum Beispiel nehme, das heult dann auf, wenn ich... Ne, Quatsch, das war ein anderes Item. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Nimm mal dich mit, weil du schießt wenigstens dann so Blitze in alle Richtungen. Ich überlege gerade. Der andere kann doch auch kein Boss sein. Der unten kann doch auch kein Delirium sein, weil er doch auch angrenzt, ne? Genau, ist der Brony. Das heißt, wir haben jetzt 5 oder 6 Bosse schon. Sticky Bomb. Wir haben hier auch ein HP ab. Das sollten wir vielleicht nicht vergessen. Wisst ihr was? Ich lasse es einfach mal so. Und falls ich tatsächlich jetzt noch ein Gabi-Item bekommen kann, dann gehe ich noch einmal zurück. Holen wir dann Gabis Dingsbums. Holen wir dann Gabis Head. Und dann hole ich mir das HP ab, dann habe ich wieder meine 2 Herzen und ich bin Gabi. Was? Eventuell könnte es Gabi werden. Eins habe ich ja schon. Weil auch Space-Items, wenn ich die einmal aufsammle, das reicht auf jeden Fall schon. Hier liegt noch Männer. Und wir haben ja noch die Möglichkeit. Wir haben ja noch ein bisschen was zu erkunden. Und zeittechnisch gut 3/4 Stunde. Also für mich, ich muss ja noch ein bisschen schneiden. Ich glaube 6 Minuten ungefähr muss ich wegschneiden. Von daher, wir sind noch gut auf der Zeit und wir haben so viel Schlüssel. Leck mich im Arsch. Von daher, das passt schon so zeittechnisch. Wir sind ziemlich speedy unterwegs. Das ist so von der Zeit her eigentlich ein normaler Run, auch wenn ich alles so ein bisschen erkunden möchte. So. Hier kann eigentlich auch kein Boss sein. Das ist ziemlich nice, dass es so eindeutig ist. Natürlich kann ich jetzt auch Deutsch, aber normalerweise kann es hier nicht sein, ne? Das ist der Mega-Satan. Der normale Satan, nicht Mega-Satan. Und ich scheiß auf mein Timing. Ich mach's einfach so. Ah, Swan Protector. Guter Mann. Soweit haben wir ja schon fast alle Gegner außer Delirium. Ah. Vor allen Dingen, es war ziemlich immer ein... Also, es war immer eindeutig. Das ist... Ja, gut. Bevor ich die Bohnen nehme, ich das mit. Megaboom ist natürlich auch geil. Kann ich jetzt in der Ebene aktivieren. Und jetzt in jeden Raum, den ich jetzt reingehe, werden sie eh schon mehr oder weniger one-hitted. Guck, bam. Es sei denn, die haben halt ein gewisses Leben, dass sie für eine gewisse Zeit erstmal unverwundbar sind. Wie zum Beispiel die Geister. Die sterben nicht sofort. Aber alle anderen, die sterben ziemlich schnell. Das ist auch ziemlich geil. So, wir schauen uns aber trotzdem um. So, hier kann auch kein Delirium sein. Das ist auch, denke ich mal, jetzt der letzte Boss. Forsaken. Schaut euch das Damage an. Der hat noch nichts gemacht in der Schutter. Leute.
Er könnte Gabi werden. Ah, oh, das passt ja hundertprozentig. Alter, dieser ist ein Bilderbuch, Robert. Jetzt darf ich den nur nicht verkacken. Ja, ich gehe aber trotzdem erstmal in die... Ach, Steine macht er auch kaputt. Uiuiui, und goldene Bomben. Ich kann unendlich Bomben machen. Das ist natürlich auch sehr geil. Dann kann ich die ganze Zeit so machen. Weil ich habe auch Set Bombs. Bam, bam, bam. Kann ich einfach die ganze Zeit so machen. Ah, das passt halt alles wunderbar. Das ist... Ja, da hat sie nochmal aufgeteilt. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Wo ist denn eigentlich... Warte mal kurz. War das in der letzten... Das war der... Ach, das war in der letzten Ebene. Shit! Das Gabi-Item habe ich ja beim Devil Deal gehabt. Nicht bei Devil Deal. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Bei der letzten Ebene auf jeden Fall in Sheol. Ah, oh, scheiße. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Ah. Ist er jetzt zweimal explodiert? Na gut. Okay, das war eine kleine Fehlkorrelation von mir. Ah, wir haben vielleicht noch die Chance. Ist zwar jetzt ziemlich gering, weil wir jetzt schon ziemlich alles erkundet haben. Aber eine Kiste, ne? Und dann. Ja. Ah, ich bin auch nicht böse, wenn ich es nicht bekommen würde. So bin ich wenigstens auf der sicheren Seite. So. Ja, und hier wird dann wahrscheinlich Delirium sein. Goldener Schlüssel noch. Ja. Den brauche ich jetzt auch nichts mehr. Ich habe 99 Schlüssel. Und wir haben auch fast alles erkundet. Ja, und das wird jetzt Delirium sein. Okay. Haben wir Glück gehabt, das ist Blue Baby. Aber du bist jetzt der letzte Gegner nach vor Delirium, oder? Wir können mal kurz dann auf die Karte schauen, wie viele Gegner wir schon besiegt haben. Du gibst uns nur Leben. Du gibst uns Leben und HPs ab. Leben und Tiers ab. Minus 2. Und Range Sugar. Okay. Wir haben jetzt. Karte. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bosse erledigt. Okay. 8 normale Bosse in Anführungszeichen und jetzt einmal Delirium. Das sind also 9 Dinger, okay? Ich habe eigentlich gedacht, das werden immer nur 8. Aber eventuell habe ich mich da wegen verdammt. Oder vielleicht ist es randommäßig. Ja gut, dann wird das wohl Delirium sein. Aber jetzt kann ich auch alles noch erkunden. Weil es ist eh der letzte Raum. Ja, wir haben die komplette Ebene erkundet. Also das kann jetzt nur noch Delirium da unten sein. The Sun. Ich nehme Strange mit. Es ist Delirium. So, noch stärker. Die Karte hat ja überhaupt nichts gebracht. Nur, dass ich noch größer geworden bin. Dass meine Hitbox noch größer ist. Das ist nicht unbedingt vorteilhaft. Okay, wo ist meine Münze? So, aber schaut euch an, wie schnell ich die Tränen verschießen kann. Nice. So, jetzt nur ein wenig aufpassen. Nicht so oft getroffen werden, ein bisschen auf Abstand halten. Immer schön Abstand halten. Dass nicht so viel Tränen auf einmal auf mich zukommen. Ah, wenn ich nur wüsste, wie ich mein Spacebar-Item auflade, mal anderes aktivieren könnte. Aber das weiß ich leider nicht, wie das funktioniert. Hab ihn in Ruhe. So, die Hälfte haben wir schon. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo der ist. Aber es ist mir auch ziemlich wurscht, hauptsächlich treffen. Da. Ich geh einfach mal weiter. Ja, die Lilian, bleib ein wenig weg von mir. Das ist... Wäre mir auf jeden Fall am liebsten. Ja, bis jetzt funktioniert es noch. Aber wir sind immer noch nicht sicher. Ah, das wäre so schön, wenn ich dich besiegen könnte. Dann hätte ich halt mit ihm alles erreicht, mit dem Keeper. Dann müsste man mit dem Keeper auch nichts mehr spielen. Dann haben wir nur noch zwei Charakter, wo wir was machen müssen. Dann müssen wir nämlich noch mit The Lost ein bisschen was machen. Und mit Lazarus müssen wir Delirium machen. Also dich noch einmal. Und das Schöne ist... Gehst du mal bitte weg. Das Schöne ist... Oh, das sind gerade zu viele Gegner gerade. Bei Lazarus, der hat ja wenigstens Herzen. Das heißt, er kann auch ein paar Treffer kassieren. Wir haben halt... Achso, das ist mein... mein Daddys Fuß, weil ich habe schon gedacht, was ist denn das für ein Schatten?
Entschuldigung, kannst du mal bitte aufhören mit dem Brimstorm? Und wir haben gleich Delirium. We are the champions. Oh, oh, oh. Und wir haben Delirium. Nice. So. Ja, leckt mich. Ihr habt's geschafft. Woo! Kiba ist fertig. So, the crooked penny has appeared in the basement. Und Sail Baby. Gut, das schauen wir uns natürlich noch einmal kurz an. Schaut's euch an. Herr Kiba, dieser Boy ist fertig. Und jetzt haben wir tatsächlich noch The Lost. Du musst noch nach unten Mega Saturn machen und Delirium. Also drei Sachen musst du noch machen. Und Lazarus, du musst einfach nur noch Delirium machen. Ansonsten habe ich überall. Und sogar den Greedy Run habe ich überall geschafft. Wie auch immer ich das geschafft habe. Wir nähern uns dem großen Finalen, sagen wir es mal, mit allen Achievements, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber mit allen Freischaltungen, die man so machen können. Und dann fehlen uns halt noch ein paar Items, die wir noch nicht aufgesammelt haben. Wie zum Beispiel, ich glaube, $99 oder so. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Jetzt können wir eigentlich aber kurz nochmal schauen. Stats, 97 Tote. Secrets 307, Best Streak ist 8, da müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Marm Skill 68, Items 485, Items, ihr seht mal, wir haben noch einige Fragezeichen. Wir haben sehr viele Fragezeichen noch. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh je. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Items, die wir noch nicht aufgesammelt haben. Müsste ich mich mal informieren, was das überhaupt für Items sind. Aber es sind auf jeden Fall einige. Endings haben wir alle. Secrets, na gut, da fehlt noch ein bisschen was. Bestiari. Ich denke mal, wir haben soweit jeden getroffen, oder? Ist auch ziemlich nice. More Drought, Boomfly, Host. Du hast einfach nur Host. Red Host. Psychic Mer. Trite. Okay. Spitty, das ist der gute Spitty. Okay, du hast einfach nur Brain. Mr. Leaper. Das ist ja richtig deep. Scared Double Wiz. Chopper. Es ist ziemlich interessant, wie die alle heißen. Spider. Du hast einfach nur Spider. Brimstorm Head. Ja, wie es aussieht, haben wir soweit jeden Gegner mal. Wir haben noch nicht jeden Gegner gesehen. Da haben wir noch ein Fragezeichen. Und wir haben hier noch ein Fragezeichen. Psytumor. Drei. Wir haben noch vier unbekannte Gegner, die wir noch nie gesehen haben. Das ist ziemlich interessant. Ministro, ich nenne dich aber trotzdem Little Monstro, weil du so richtig süß bist. Mushroom, Creed Caper, du bist der normale Creedo Boy. Poison mein Gosh. Tarboy. Nein. Aber das war's mit diesem Part, meine lieben Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal mit Lazarus, wenn ich es nicht vergesse. Haut rein, deine Feinde.